Wieso kann ich einfach schönes Wetter sein und fertig? Jetzt werde ich nicht durchfiltern, weil nur eine Person vor mir ist. Ihr müsst vorstellen, ich war, oh mein Gott. Digga, das meine ich. Die Leute sind komplett durch im Kopf, Mann. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es einigermaßen okay. Ich war jetzt zwar die letzten zwei Tage krank, war aber eh egal, weil da war jetzt nicht unbedingt so geiles Wetter. Wobei, wenn ich nachdenke, ich glaube, ein Tag davon war 20 Grad sonnig. Egal, der andere Tag war Regen. Aber ja, herzlich willkommen wieder zu Videos, nachdem jetzt eine Woche oder so Pause war. Könnt euch beim Wetter bedanken, könnt euch auch beim Wetter bedanken, dass es vielleicht wieder eine Pause geben wird, weil, Digga, dieses Wetter, ich kann es nicht verstehen. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Also, als ich diese letzten Videos hochgeladen habe, ihr habt ja gesehen, Baba Sache, Digga, schön sonnig, schön warm. So konnte man fahren. Und da habe ich ja schon angekündigt, so 10 Tage oder so wird jetzt schlechtes Wetter. Digga, es hat geschneit. Von 20 Grad zu Schnee. Jetzt haben wir 4 Tage schönes Wetter und dann soll es wieder schneien. Wieso, Digga? Ich verstehe es nicht. Wieso kann ich einfach schönes Wetter sein und fertig? Nee, alles mal hin und her, mal sonnig, dann wieder Regen, dann auf einmal Schnee, dann 30 Grad, kannst gefühlt mit einem T-Shirt rausgehen, Digga. Ah, egal, Mann. Jetzt ist ein bisschen schön. Bisschen schöne Wetter müssen wir nutzen. Ich weiß, Bike sieht aus, Digga, es sieht komplett Katastrophe aus. Und dann ist einmal draußen beim Regen, weil du dachtest, es regnet ja nur ein paar Stunden, ne? Kann ja nicht so schlimm werden. Und natürlich habe ich kein Kleingeld dabei, weil ich, damit ich das sauber machen gehe. Wobei ich mir jetzt denke, schönes Wetter, Sonntag, werden die Waschstraßen wahrscheinlich... Ups. Werden wahrscheinlich eh alle Waschstraßen voll sein. Deswegen gehe ich einfach morgen. Heute müssen wir mit einem hässlichen Bike rumfahren. Ich habe übrigens angelogen, von diesen 2 schönen Tagen, die jetzt vor dem Eintagregen waren. Ich bin an beiden gefahren. Am ersten bin ich wirklich so gefahren, nur ich hatte keinen Bock aufzunehmen, weil ich halt einfach für mich ein bisschen rumdüsen wollte. Und dann wurde ich ja ein bisschen krank, dann ging es mir nicht so gut. Am zweiten Tag musste ich nur ganz kurz zu meiner Arbeit fahren und da dachte ich mir, das nehme ich nicht auf, Digga. Am zweiten Tag noch nichts passiert, ich bin auf dem Ring gefahren und fertig. Aber am ersten Tag, ja, hätte ich da mal aufgenommen, Digga. Also es war zweimal gefühlt Road Rage dabei, weil Leute einfach nicht fahren können. Oder was weiß ich, warum die so ab von meinem Motorrad sind, Mann. Vorgeschichte, wir waren irgendwo an der Ampel, standen und da war so ein Cupra. Und ich habe natürlich gefiltert, weil warum soll ich anstehen? So wie jetzt hier in der Situation. Jetzt werde ich nicht durchfiltern, weil nur eine Person vor mir ist. Ihr müsst euch vorstellen, ich war, oh mein Gott, was passiert da? Ist die im Zirkus? Alles klar, Digga. Ey, wo war ich stehen geblieben? Ich habe mich gefiltert an so einem Cupra vorbei. Und es hat dem Cupra gar nicht gefallen, dass ich filter. Also die Situation war original wie jetzt, natürlich in einer anderen Straße. Ich fahre auf meiner Spur, links neben mir ist noch frei. Der Cupra natürlich brutal ab, dass ich an der Ampel einfach nach vorne fahren kann. Überholt mich einfach. Boah, wie erklärt man das jetzt am besten? Während er auf beiden Spuren ist. Also müsst ihr euch vorstellen, er stand halt genau auf der Mittelspur. So, ich war so... Und er hat mich vielleicht mit nicht mal 1 Meter Abstand überholt. War ich natürlich ein bisschen ab... war. Warum machst du sowas? Vor allem die Ampel 50 Meter vorne war dann wieder rot. Bin ich halt links an ihn rangefahren, habe neben seinem Fenster Vollgas gegeben und habe mich wieder von ihm vorbeigefiltert. So komplett unnötig. Zweite Situation. Digga, dieser Rentner auf dem Roller. Die Leute haben echt keine Probleme aktuell. So aktuell gibt es nichts zu tun. Die Leute wissen nicht, was sie machen sollen. Also sie einfach ab. Also, ich fahre. Auf einer geraden Strecke. Platz ohne Ende. Warum fährst du nicht weiter? Digga, das meine ich. Die Leute sind komplett durch im Kopf, Mann. So. Genau so bin ich gefahren. No joke. Einfach ein bisschen hin und her. War eh alles vor mir frei. Niemand um mich rum. Außer der eine Roller, der von hinten angedonnert kam. So. Und dann sehe ich halt, Ampel wird rot von mir, das heißt, ich bremse ab. Was macht der? Er überholt mich einfach auf meiner Spur und schreit mich dann noch an. Bro, what the f*** ist... Digga, also ohne Spaß, ich bin so gefahren, er hat mich auf der Spur noch überholt und schreit mich dann noch an, was das soll. An der Ampel habe ich natürlich gefragt, so, was ist los? Ja, wieso fährst du nicht normal geradeaus? Hat er mich gefragt, ob ich so Schlangenlinien fahren darf. Habe ich mir gesagt, ich bin hier auf einer Fahrspur geblieben. Antwort von ihm. Ja, darf's aber trotzdem nicht. Auf meine Frage, ob er mich denn auf meiner Spur überholen darf, hat er natürlich nur geantwortet, ja, wir sind ja schmal genug, um das zu machen. Einfach dumm sowas, Mann. Ich habe ja
wirklich nichts dagegen, wenn er mich überholt hätte, von links einfach und fertig. Ist mir egal, wer mich überholt und wer nicht. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn er mich auf meiner Spur überholt. Wenn ich zum Beispiel so ganz ruhig gerade ausgefahren wäre, hätte ich im Rückspiegel gesehen, dass er halt links von mir ist. Dann kann er mich auch von mir aus auf meiner Spur überholen. Aber versuch doch nicht zu überholen, während ich meine Schlangenlinien da ziehe. Und beschwer dich dann nicht, weißt? Da ist der neue Supra. Also je öfter man den sieht, desto geiler sieht der aus, ohne Spaß, Mann. Einfach der hübsche Digga. Und da ist ein GTR. Boah, jetzt fährt genau, mein Gott. Zürcher Kennzeichen. Ich habe mich jetzt voll unnötig aufgeregt, Digga. Der Q5 war halt gar nicht im Weg. Weißt du, wie dieser Rentner bin ich? Hauptsache aufregen. Also über meinen Führerschein könnte ich noch sagen, kann mir immer noch nichts zurück, Digga. Keine Ahnung, wann ich jemals meinen Führerschein machen werde, ob ich ihn jemals machen werde, wie das ablaufen wird. Digga, ich habe keinen Plan. Mein Lehrer hat mir nur gesagt, ich melde mich dann. Digga, an dieser Stelle einfach danke dir. Ah, das ist der neue Ferrari Pista oder so, das heißt er doch. What, Digga. Der sieht schon geil aus. Kann man sagen, was man will. Naja, YouTube, packen wir es dann, oder? Ich habe ein bisschen was erzählt. Ist was passiert? Eigentlich nicht. Wir haben ein paar schöne Autos gesehen, aber das war's auch. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Gebt einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Schreibt einen Kommentar. Im Übrigen mache ich seit, ich glaube, ziemlich genau einem Jahr YouTube. Also abgesehen von diesem allerersten Video, was aus dem WLA war. Jetzt wirklich auf dem Motorrad. Ich glaube, vor einer Woche oder so war mein einjähriges Jubiläum. Wollte ich eigentlich Video machen. Ja, moin, Digga. Wie man sieht, habe ich geschafft. Naja, auf ein weiteres Jahr. Genießt das schöne Wetter, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Yalla.